begrüße Sie und euch zu meinem Vortrag, wie können Infektionen in Schulen verhindert werden. Mein Name ist Christian Kehler und ich leite das Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr in München. Die Infektion lässt sich über zwei wirksame Mechanismen in ihrem Verlauf begrenzen. Das eine ist das richtige Verhalten. Das heißt, wenn wir Abstände einhalten, Kontakte vermeiden, dann können wir auch die Weitergabe des Virus natürlich sehr gut verhindern. Allerdings ist das so eine Sache mit dem richtigen Verhalten. Man kann sich natürlich immer an diese Verhaltensregeln erinnern, aber in wichtigen Situationen tut man es dann doch nicht. Und die Frage ist, was ist dann? Dann schützt uns üblicherweise die Technik, denn die Technik sorgt ja gerade dafür, dass wir auch in Situationen, wo wir die Situation nicht vollständig beherrschen, sicher sind. Wir kennen das aus dem Auto, da werden wir auch geschützt durch Airbags, durch Anschnallgurte und dergleichen, falls wir in einer Situation mal die Kontrolle verlieren. Und so ist es eben auch in dieser Pandemie. Das heißt, wir können uns beispielsweise durch Schutzmasken sehr gut vor der Infektion schützen. Das heißt, wenn wir diese Übertragung des Virus eindämmen durch Verhalten und Technik, dann können wir damit eben auch die Kosten für den Staat, die Wirtschaft und die Gesellschaft eindämmen. Es wäre daher fahrlässig, wenn man jetzt diese technischen Schutzmöglichkeiten finanziell randständig betrachtet und sozusagen nur auf Verhalten setzt, denn gerade die technologischen Schutzmöglichkeiten sind sehr groß. Und sie werden auch den Infektionsverlauf zu einem großen Teil bestimmen, denn der Impfstoff, der jetzt zwar verfügbar ist, der wird sich erst noch bewähren müssen. Denn wir wissen ja derzeit noch nicht, wie gut er überhaupt wirkt, ob er vielleicht auch sogar eine Weitergabe des Virus verhindert oder nur den Infektionsverlauf vielleicht ein bisschen begrenzt oder den Krankheitsverlauf. Sicher ist, dass er für Entlastung sorgen wird, aber es wird auf jeden Fall weiterhin notwendig sein, auf Verhalten und Technik zu setzen. Man muss auch eins berücksichtigen, diese Infektion verursacht nicht nur einen akuten Verlauf, sondern sie ist auch oft mit Langzeitschäden verbunden. Und gerade vor diesem Hintergrund ist die Prävention durch Verhalten, aber auch durch Technik enorm wichtig aus meiner Sicht. Infizieren kann man sich auf zwei Arten, wenn man die Aerosolinfektion betrachtet. Das eine ist die direkte Infektion. Das heißt, immer wenn wir dicht beieinander sind und uns unterhalten oder angehustet werden, dann kann es zu einer direkten Infizierung kommen. Und wir können uns vor dieser direkten Infektion sehr gut schützen durch Abstände. Wir können FFP2- oder FFP3-Masken aufsetzen oder Schutzwände. Einfache Mund-Nase-Bedeckung oder OP-Masken bieten zwar einen sehr guten Schutz, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht unterhalten, weil diese einfachen Schutzmasken dafür sorgen, dass die Ausbreitung der Viren nach vorne stark begrenzt wird. Aber die Viren treten am Maskenrand üblicherweise aus dem Maskenraum hinaus, weil der Maskenrand immer einen Spalt besitzt. Und das ist die große Gefahr, die mit diesen Masken verbunden ist, denn die Aerosolpartikel treten eben seitlich aus, so wie in diesem Video dargestellt, wenn eine Person spricht. Dieses seitliche Austreten, wie das auf diesem Bild zu sehen ist, ist insbesondere dann gefährlich, wenn wir nebeneinander sitzen, so wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch wie in der Schule. Denn die Person nebenan würde direkt diese ausgeatmeten Aerosolpartikel einatmen und könnte sich auf diese Art und Weise sehr leicht infizieren. Das ist die große Gefahr, die verbunden ist mit diesen einfachen Mund-Nase-Bedeckungen und mit den OP-Masken. Deshalb empfehlen wir, in Klassenräumen, aber auch in Großraumbüros, einen Schutz herzustellen über Schutzwände. Denn wenn wir zwischen benachbarten Schülerinnen und Schülern diese transparenten Schutzwände aufstellen, dann kann eine direkte Infizierung kaum noch stattfinden. Und sie bietet einen deutlich besseren Schutz als diese Mund-Nase-Bedeckung. In dem nächsten Video sehen Sie, wie die Aerosolpartikel ausgeatmet werden und dann auf eine Platte treffen. Die Platte hat eine umlaufende Kante und Sie sehen, wenn sich die Aerosolpartikel in Richtung dieser Kante bewegen, dann werden sie dort umgelenkt und es entsteht ein Wirbel. In diesem Wirbel wird die Virenlast zunächst einmal abnehmen, aber das Besondere an dieser Schutzwand ist, dass die Aerosolpartikel nicht auf die andere Seite
der Schutzwand treten. Haben Sie diese umlaufende Kante nicht an dieser Schutzwand, dann ist es eben möglich, dass die Aerosolpartikel auch über die Schutzwand hinweg strömen, auf die andere Seite gelangen und dort für eine Infektion sorgen. Deshalb bietet diese umlaufende Kante einen erhöhten Schutz und deshalb empfehlen wir sie auch einzusetzen in Klassenräumen. Sie sehen auf diesem Bild jetzt eine Klasse, die ausgestattet ist mit diesen transparenten Schutzwänden mit umlaufender Kante. Und sie fällt zunächst mal in dieser Perspektive gar nicht auf. Das heißt, die einzelnen Schutzwände an den einzelnen Tischen sieht man hier kaum. Und wenn man sich das Ganze in dieser Perspektive anschaut, dann sieht man jetzt eine Klasse mit Schülerinnen und Schülern, die sich quasi jetzt hier normal im Unterricht befindet. Die Schutzwände stören hier nicht bei der Arbeit. Die Kinder sehen sich, sie können miteinander sprechen. Sie können sich auch anhusten, anlachen. Eine direkte Infektion ist quasi aufgrund dieser Schutzwand nahezu unmöglich. Diese Schutzwände werden an zahlreichen Schulen bereits eingesetzt. Und von einer Schulleiterin hatte ich neulich gehört, dass die Kinder, die sie unterrichtet, diese Schutzwände lieben. Das heißt, offenbar werden sie nicht als störend empfunden, sondern die Kinder empfinden sie als einen wirklich sicheren Schutz, auf den man sorgfältig auch aufpassen muss. Und insofern haben die Kinder offenbar diese Schutzwände akzeptiert. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, dass diese Schutzwände auch für Entspannung sorgen. Denn wir haben ja zur Zeit der Pandemie eine sehr angespannte Lage, das muss man sagen. Und jeder Schutz, der wirklich wirksam ist, sorgt für Entlastung. Und die Schulleiterin sagte zu mir, dass der Unterricht wieder angstfrei erfolgen kann. Und als drittes, ich sagte es schon, die Schutzwände werden wirklich sehr gepflegt und gehegt. Es gehen keine Schutzwände kaputt, sie werden auch nicht beschmutzt. Insofern kann man wirklich sagen, dass die sich sehr gut etablieren in Klassenräumen. Das Einzige, was nach wie vor stört in den Klassenräumen, das sind die Masken, das heißt die Mund-Nase-Bedeckungen. Laut Schulleiterin ist das wesentliche Problem die Verständigung, die erschwert wird aufgrund dieser Masken, aber darüber hinaus auch die Mimik, die nicht sichtbar wird. Und das ist insbesondere in der Grundschule ein größeres Problem. Neben der direkten Infektion, über die wir jetzt gesprochen haben, gibt es als zweiten Infektionsweg die indirekte Infektion. Unter der indirekten Infektion versteht man eine Infektion, die dann stattfindet, wenn die Raumluft kontaminiert ist mit Aerosolpartikeln, die Viren trägt. Das heißt, man muss nicht dicht bei einer anderen Person sein, man muss sich mit dieser Person auch nicht unterhalten oder angehustet werden. Es ist einfach die kontaminierte Raumluft, die auf diese Art und Weise zu einer indirekten Infektionen führen. Das heißt, immer wenn sich mehrere Personen länger in einem Raum aufhalten und irgendwie sozial interagieren, vielleicht auch noch sprechen, singen, essen, arbeiten, dann werden diese Aerosolpartikel in größerer Menge freigesetzt und können so zu einer infektiösen Virenlast im Raum führen. Die Frage ist jetzt, wie lässt sich die indirekte Infektion in Räumen wirksam verhindern? Um diese Frage zu beantworten, haben wir verschiedene Untersuchungen gemacht in einem Raum, der eine Grundfläche von ungefähr 80 Quadratmetern hat. Und mit einer Raumhöhe von 2,5 Meter kommt man auf ein Raumvolumen von ungefähr 200 Kubikmetern. In diesem Raum hatten wir an verschiedenen Positionen sogenannte Raumluftreiniger aufgestellt. Raumluftreiniger, das ist eine etablierte Technologie, die dafür sorgt, dass Aerosolpartikel über einen Filter, das heißt einen sehr guten Filter, abgeschieden werden. Wir hatten diese Geräte an die Position A aufgestellt und an der viel ungünstigeren Position B, um zunächst einmal den Einfluss der Positionierung im Raum festzustellen. Dann haben wir an 6 unterschiedlichen Messpositionen, die mit MP1 bis MP6 bezeichnet sind, die Aerosolkonzentration gemessen. Das heißt genau genommen, wie sich die Aerosolpartikelkonzentration in Abhängigkeit von der Zeit verhält, wenn ein Raumluftreiniger eingeschaltet ist. Das Ergebnis dieser Analyse sieht üblicherweise wie folgt aus. Das heißt, wir haben hier ein Diagramm, wo unten die Zeit aufgetragen ist in Stunden. Das heißt, der Zeitverlauf über eine Stunde. Und auf der anderen Achse sehen Sie
die Anzahl der Partikel, die im Messvolumen aufgezeichnet wurde über der Zeit. Zunächst einmal ist die rote Kurve von Interesse, denn die rote Kurve zeigt Ihnen, wie sich die Aerosolpartikel im Raum verhalten, wenn nichts gemacht wird. Das heißt, die Aerosolpartikelkonzentration bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Sie fällt leicht ab, weil Räume niemals vollständig dicht sind. Einige der Aerosolpartikel setzen sich vielleicht auch an den Wänden ab oder an den Boden. Und auf diese Art und Weise kommt es eben zu einem leichten Abfall. Aber Sie sehen, die Aerosolpartikelkonzentration im Raum bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass in dem Raum auch noch Quellen sind, das heißt infizierte Personen, die die ganze Zeit Aerosolpartikel freisetzen mit Viren, dann würde diese Kurve sogar noch leicht ansteigen. Das ist das wesentliche Problem. Und wenn man jetzt länger in diesem Raum wäre, könnte man sich indirekt infizieren. Nun, was kann man machen? Man kann jetzt einen Raumluftreiniger einschalten. Und wenn der leistungsstark genug ist, dann wird es relativ schnell zu einer Abnahme der Aerosolpartikel kommen, so wie Sie das anhand der blau dargestellten Grafik sehen. Das heißt, der Funktionsverlauf nimmt sehr schnell ab zu Beginn und dann flacht er langsam ab. Das heißt, wenn nur noch sehr, sehr wenige Aerosolpartikel im Raum sind, dann ist auch die Abscheiderate nicht mehr so groß. Aber wenn sie hoch ist, dann ist eben auch die Abscheiderate sehr groß, so wie zu Beginn der Messung in dem Fall. Also das zeigt hier zunächst einmal, wie wirksam diese Raumluftreiniger arbeiten. Sie sind seit Jahrzehnten im Einsatz und genau für dieses Prinzip auch sozusagen entwickelt worden, das heißt für das Abscheiden von Viren im Raum. Nicht nur Viren, auch Pollen, auch Feinstaub können natürlich mit diesen Geräten abgeschieden werden und natürlich nicht nur SARS-CoV-2-Viren, sondern auch normale Erkältungsviren. Also diese Raumluftreiniger mit geeigneten Filtern sorgen dafür, dass die Raumluft insgesamt sehr gut wird. Deshalb können eben diese Raumluftreiniger sehr effizient die Raumluft auch von diesen Aerosolpartikeln quasi oder von hohen Konzentrationen der Aerosolpartikeln befreien. Nun, was gibt es für Ergebnisse? Also, wir können zunächst mal zusammenfassen, dass hochwertige mobile Luftreiniger in der Lage sind, das indirekte Infektionsrisiko wirksam zu reduzieren. Denn das Infektionsrisiko steigt ja mit der Anzahl der Aerosolpartikel im Raum, die Viren tragen. Und wenn wir einfach diese Aerosolpartikelkonzentration reduzieren und damit auch die Virenlast im Raum, dann sinkt auch das Infektionsrisiko. Deshalb ist es immer wichtig, dass man die Virenlast im Raum auf einem möglichst niedrigen Niveau hält. Damit dies gelingt, müssen die Raumluftreiniger drei ganz wichtige Kriterien erfüllen. Das erste Kriterium besagt, dass die Geräte mindestens das Sechsfache des Raumvolumens pro Stunde filtern müssen können. Das ist die erste wichtige Forderung. Darüber hinaus ist aber wichtig, dass sie auch einen Filter eingebaut haben, der Klasse H13 oder H14. Denn diese Filter sind in der Lage, auch die kleinen Aerosolpartikel, die die Viren tragen, sicher abzuscheiden, und zwar beim einmaligen Durchströmen des Gerätes. Das ist sehr wichtig, denn diese Filter werden auch von den Experten empfohlen zum Abscheiden von Viren. Darüber hinaus ist ein drittes Kriterium sehr wichtig, nämlich dass diese Geräte hinreichend leise sind, damit sie nicht abgeschaltet werden. Wir empfehlen, dass Sie 52 Dezibel A oder weniger bei 1200 Kubikmeter pro Stunde aufweisen sollten. Dann haben Sie ein Lärmniveau oder ein Geräuschniveau, das durchaus vergleichbar ist mit einem ruhigen Klassenraum. Und das würde dafür sorgen, dass diese Geräte dann auch nicht abgeschaltet werden. Die Ergebnisse haben darüber hinaus ergeben, dass die Positionierung der Geräte im Raum nicht sehr bedeutend ist. Das heißt, ob Sie nun die Position A oder die Position B, das heißt in der Ecke des Raumes wählen, ist nicht entscheidend. Das hängt damit zusammen, dass in der Raumluft üblicherweise eine turbulente Strömungsbewegung vorhanden ist, die dafür sorgt, dass alles relativ gut immer durchmischt wird. Und deshalb spricht man auch von einer Mischlüftung in diesem Fall. Das heißt, unabhängig davon, wo Sie die Geräte aufstellen, wird es immer zu einer sehr gleichmäßigen Abnahme der Aerosolpartikelkonzentration im Raum kommen. Und selbst in den Ecken wird es zu einer vergleichbaren Abnahme der Aerosolpartikel kommen, wie im zentralen Bereich des Raumes.
Dann muss man noch sagen, dass die Entfernung der Viren mit diesen Raumluftreinigern üblicherweise viel schneller vonstatten geht als mit der Stoßlüftung, die ja nur über wenige Minuten stattfindet. Darauf werde ich später nochmal zu sprechen kommen. Wir haben als nächste Studien uns angeschaut, wie die Situation sich verhält, wenn wir in einen Klassenraum diese Untersuchung machen. Das heißt, Sie sehen jetzt hier einen mit Tischen und Stühlen ausgestatteten Raum. In dem Raum befinden sich auch zwischen den einzelnen Plätzen transparente Trennwände mit umlaufender Kante und zusätzlich haben wir dann auch noch Personen mit Laptops, mit Taschen, mit Jacken in den Raum eingebracht. Sie sehen die Position des Raumluftreinigers relativ weit vorne und die Messposition MP ist wieder so gewählt, dass wir die möglichst ungünstigsten Verhältnisse darstellen mit dieser Messung, damit wir hier keine idealen Bedingungen nachweisen, sondern wirklich immer die ungünstigsten Bedingungen uns anschauen. Das ist der Klassenraum, den wir uns angeschaut haben. Das ist ein generischer Raum, nicht der Klassenraum, in dem wir jetzt hier uns gerade befinden, sondern einen Klassenraum, den wir bei uns im Labor aufgebaut haben, auch mit diesen transparenten Schutzwänden. Und das Ergebnis dieser Analyse sehen Sie jetzt hier. Zunächst einmal sehen Sie anhand der schwarzen Kurve ganz oben oder der schwarzen Punkteverteilung, dass für den Fall, dass wir nichts machen, die Aerosolpartikelkonzentration im Raum wieder auf einem sehr hohen Niveau verbleibt und nur ganz schwach abfällt. Das heißt, der Raum ist relativ dicht und die Aerosolpartikel würden über viele Stunden in dem Raum verbleiben, wenn nichts gemacht wird. Jetzt ist der Verlauf der grünen, roten und blauen Messpunkte sehr wichtig in diesem Diagramm, denn diese Punkte liegen alle nahezu übereinander. Was heißt das? Nun, in dem einen Fall wurde jetzt der Raum nur mit den Tischen und den Stühlen ausgestattet. Im anderen Fall zusätzlich noch mit Personen, mit Jacken, Taschen, Laptops und dergleichen, aber ohne Trennwände. Und im letzten Fall blau mit Personen, mit Tischen, mit Stühlen, mit Trennwänden und allem, was dazugehört. Und Sie sehen, dass das Filterergebnis, das heißt die Abscheidung der Aerosolpartikel, unabhängig davon ist, was in diesem Raum jetzt wirklich eingebracht wurde. Und das ist ein sehr wichtiges Ergebnis, denn es zeigt, selbst vollbesetzte Räume lassen sich genauso gut filtern wie relativ leere Räume. Und darüber hinaus ist es so, wenn sich Personen jetzt in diesem Raum befinden, vielleicht bewegen, atmen, sprechen und natürlich auch aufgrund ihrer Körperwärme die Luft antreiben, dann wird das für eine zusätzliche Vermischung sorgen im Raum und aufgrund der Mischlüftung wird das auch für ein zügigen Abtransport der Viren zum Raumluftreiniger und damit eben auch zu einer schnellen Abscheidung der Viren führen. In dem Diagramm sehen Sie jetzt noch zwei weitere Verläufe eingetragen, die hier hellgrau und etwas dunkel dargestellt wurden. In diesem Fall handelt es sich um die freie Lüftung, das heißt, der Raum wurde jetzt geöffnet und dadurch wurde es ermöglicht, dass die Aerosolpartikel eben auch durch diese Öffnung aus dem Raum hinaustreten konnten. Der Raumluftreiniger war in diesem Fall natürlich nicht eingeschaltet und was Sie sehen ist, dass in diesem Fall jetzt die Abnahme der Aerosolpartikel relativ gering ist. Sie sehen aber auch, wenn man den Versuch jetzt wiederholt, dass es dann durchaus eine große Streuung gibt, denn diese beiden Verläufe, die Sie hier sehen, wurden unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführt. Also diese freie Lüftung ist nicht besonders gut reproduzierbar, würde man sagen. Was aber jetzt noch wichtiger ist, das ist, wenn man sich jetzt anschaut, wie der Lüftungserfolg nach wenigen Minuten ist, also sagen wir mal nach 3 Minuten, dann sieht man, dass es von der Anfangskonzentration, die hier beim Wert 1 ist, zu einer relativ geringen Abnahme der Aerosolpartikel überhaupt erst gekommen ist. Das heißt, nach 3 Minuten sind noch, sage ich mal, 95% bzw. im anderen Verlauf 90% der Aerosolpartikel im Raum drin. Und was würde jetzt passieren, wenn man die Fenster wieder schließt nach dieser Lüftungsperiode? Nun, die Aerosolpartikelkonzentration würde auf diesem Niveau jetzt quasi bleiben und dann vielleicht leicht abfallen, wenn keine infizierte Person mehr im Raum wäre. Wenn aber eine infizierte Person in dem Raum wäre, dann würde sie sogar noch ansteigen. Das ist das wesentliche Problem und es zeigt, dass diese kurzzeitige Stoßlüftung in diesem Fall jetzt nicht besonders effizient ist. Und dadurch, dass sie auch sehr kurz wirkt,
sorgt sie für keine großartige Reduktion der Aerosolpartikel. Anders ist das mit den Raumluftreinigern. Zunächst mal haben wir nach 3 Minuten schon ein besseres Ergebnis als mit der freien Lüftung. Aber, und das ist ganz wichtig, diese Raumluftreiniger filtern ja kontinuierlich die Aerosolpartikel aus dem Raum. Und dadurch kommt es dann mit zunehmender Zeit zu einer immer besseren Abscheidung der Aerosolpartikel. Und damit nimmt das Gefährdungspotenzial in diesem Raum auch sukzessiv ab, was es eben mit der freien Lüftung nicht tun würde. Also Stoßlüftung, man sieht es hier schon, ist in der Regel sehr ineffizient, aber das werden wir gleich nochmal genauer beleuchten. Auch zu den Luftreinigern gibt es inzwischen viele Erfahrungsberichte. Ich sage jetzt hier wieder das, was mir die Schulleiterin gesagt hat. Also die mobilen Raumluftreiniger stören überhaupt nicht im Unterricht. Und das sehr leise und gleichmäßige Geräusch wird während des Unterrichts auch kaum wahrgenommen. Das heißt, sobald man sich auf irgendwas anderes konzentriert, schaltet das Gehirn ja diesen sehr niederfrequenten, gleichmäßigen, leisen Ton aus und man nimmt den nicht mehr wahr. Nur wenn man sich wirklich drauf konzentriert, wird er wirklich wahrgenommen. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man dieses Schutzkonzept in Klassenräumen etablieren? Und zunächst mal ist es so, dass Klassenräume vielleicht nicht so ausgestattet sind, wie man es machen sollte zu Zeiten einer Pandemie. Das heißt, oft sind die Tische sehr dicht beieinander, man nutzt den Raum gar nicht vollständig aus und deshalb ist diese Anordnung, wie sie hier dargestellt ist, nicht zu empfehlen. Denn man sollte eine viel bessere Platzausnutzung anstreben und die Abstände versuchen zu maximieren, so wie das jetzt hier oben beispielhaft dargestellt ist. Dann sollte man transparente Schutzwände zwischen benachbarten Plätzen anordnen und auf diese Art und Weise kann man dann quasi vielleicht noch den Raumluftreiniger vorne neben die Tafel positionieren und dann hat man auch schon alles umgesetzt, um für ein hohes Maß an Sicherheit vor der direkten und indirekten Infektion in Klassenräumen zu sorgen. Auch das Lehrerpult sollte natürlich durch eine transparente Schutzwand gesichert werden. Eine andere Aufstellungsmöglichkeit ist oben rechts dargestellt. Das wäre vielleicht auch eine Aufstellungsmöglichkeit für Konferenzräume oder auch Lehrerzimmer. Das heißt, hier könnte man auch das Gerät zentral positionieren. Auf diese Art und Weise kann man sozusagen genauso gut für einen hohen Schutz in einem Klassenraum sorgen. Das von uns entwickelte Schutzkonzept ist natürlich nicht nur tauglich für Klassenräume, sondern es kann ebenso gut für andere Bereiche verwendet werden, also beispielsweise für Essensbereiche oder die Mensa. Typischerweise hat man ja eine Anordnung mit mehreren zentralen Tischen, um die sich dann 4 oder vielleicht noch mehr Personen befinden, um dort ihr Essen einzunehmen. Das ist aber eher eine unsichere Konfiguration. Es ist empfehlenswert, diese Konfiguration umzubauen und zwar eher in eine Konfiguration, wo wir eine lange Tafel haben, an der dann die einzelnen Schülerinnen und Schüler oder die Kinder sitzen. Sie sollten wieder getrennt durch transparente Schutzwände sich dort positionieren und der Abstand von Angesicht zu Angesicht sollte auch hinreichend groß sein, wieder 1,5 Meter oder mehr, um sich auch auf diese Art und Weise zu schützen, wenn man isst, und zwar ohne Maske. Eine weitere Anordnung, die wir empfehlen, ist die Wandanordnung. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen sitzen nebeneinander an der Wand, getrennt durch Schutzwände. Und auch auf diese Art und Weise kann man sich natürlich sehr gut schützen, weil diese Infektion von Angesicht zu Angesicht ausgeschlossen ist bei dieser Anordnung. Das heißt, diese Tafelanordnung würden wir auf jeden Fall empfehlen zu etablieren, weil sie ein höheres Maß an Sicherheit bietet als die Einzeltische. Wir haben darüber hinaus uns angeschaut, wie denn die Filterwirkung der Raumluftreiniger ist, wenn wir es mit sehr komplexen Räumen zu tun haben. Das heißt, Klassenräume sind ja üblicherweise recht einfach gestaltet von ihrer Geometrie her, aber es gibt natürlich auch, sage ich mal, Bereiche in Schulen, die sehr komplex sein können. Hier haben wir das Beispiel eines Rechnerraumes, der sich im Obermenzinger Gymnasium im Kellerbereich befindet. Gut zu sehen sind die einzelnen Arbeitsplätze, die durch transparente Schutzwände mit umlaufender Kante voneinander separiert sind. Und im hinteren Bereich
Unter dem Spiegel ist das Messsystem aufgebaut, mit dem die Aerosolpartikel im Raum bestimmt werden. Auf der Seite, wo der Betrachter steht, befindet sich der Raumluftreiniger. Das heißt, das Ziel war zu analysieren, wie die Filterwirkung sich darstellt, wenn der Abstand zwischen Filtergerät und Messgerät möglichst groß ist. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei einem Raumvolumen von 100 Kubikmetern und einem Volumenstrom des Luftreinigers von 800 Kubikmeter pro Stunde eine Luftwechselrate von 7,5 pro Stunde erreicht werden konnte. Das zeigt ganz klar, dass sich auch in diesen Räumlichkeiten mit ganz vielen transparenten Schutzwänden in der hintersten Ecke ein hervorragendes Filterergebnis erzielen lässt. Und damit kann man bedenkenlos in diesen Räumlichkeiten Unterricht durchführen. Darüber hinaus haben wir uns die Situation in diesem Klassenraum angeschaut. Der Klassenraum zeichnet sich dadurch aus, dass er einerseits eine sehr spitze Decke hat. Andererseits ist unterhalb der Decke noch einiges installiert, was die Strömungsbewegung behindert. In diesem Raum haben wir einen Raumluftreiniger betrieben, ebenfalls mit 800 Kubikmeter pro Stunde. Das Raumvolumen beträgt 115 Kubikmeter und wir haben hier eine Luftwechselrate von 4,5 messen können. Das heißt, das ist immer noch mehr, als das Umweltbundesamt empfiehlt. Aber da wir grundsätzlich davon ausgehen, dass aufgrund der Gefährlichkeit des Virus hier eine höhere Luftwechselrate erforderlich ist, nämlich eine von 6, sollte man in diesen Räumlichkeiten das Gerät mit einem Volumenstrom von 1200 Kubikmeter pro Stunde betreiben, statt mit 800 Kubikmeter pro Stunde. Das Gerät ist dann immer noch sehr leise, auch bei 1200 Kubikmeter pro Stunde stört es kaum und man wird einen störungsfreien Unterricht durchführen können in diesen Räumlichkeiten. Es ist ganz wichtig, dass man sich den Unterschied zwischen der freien Lüftung oder der Stoßlüftung und dem Effekt der Raumluftreiniger klar macht. Und das soll jetzt mit diesem Diagramm hier erfolgen. Das heißt, Sie sehen unten die Zeit aufgetragen, eine Schulstunde 45 Minuten und auf der anderen Achse sehen Sie die Virenlast, das heißt die Anzahl der Viren pro Kubikmeter. Nun, wie verhält sich die Virenlast über der Zeit? Üblicherweise gibt es einen Verlauf, wie er hier dargestellt ist. Das heißt, die Virenlast steigt allmählich an und der Anstieg ist abhängig einerseits von der Anzahl der Quellen im Raum, das heißt der Anzahl der infizierten Personen, aber auch deren Aktivität. Denn die Freisetzung der Aerosolpartikel hängt davon ab, ob man nur atmet, ob man spricht, ob man singt, ob man hustet oder ob man unter Last dort arbeitet. Und dann steigt natürlich die Virenlast an mit der Zeit. Deshalb wird die Quelle nochmal multipliziert mit der Zeit. Und wie stark der Anstieg ist, das hängt jetzt auch sehr stark davon ab, wie groß das Raumvolumen ist. Das heißt, wenn wir einen sehr großen Raum haben, dann wird die Virenlast nur sehr gering ansteigen. Haben wir hingegen einen kleinen Raum, dann wird sie stark ansteigen. Also zwei Personen im Kölner Dom werden sich sozusagen niemals indirekt infizieren können, weil sie nicht in der Lage sein werden, die Virenlast derart ansteigen zu lassen, dass die gesamte Raumluft kontaminiert ist. Anders ist es, wenn sich zwei Personen in einer kleinen Küche aufhalten. Dort ist es schon nach kurzer Zeit realisierbar, dass die Virenlast eine infektiöse Dosis erreicht. Deshalb ist es wichtig, das Raumvolumen auch zu betrachten, wenn man sich die Virenlast anschaut. Nun, nach einer Schulstunde haben wir jetzt eine maximale Virenlast erreicht, aber wichtig ist natürlich jetzt die mittlere Virenlast, also die Anzahl der Viren, die die Kinder und die Jugendlichen einatmen würden, wenn sie die gesamte Schulstunde jetzt in diesem Klassenraum verbringen würden. Und die ist jetzt hier dargestellt durch diese gestrichelte Linie. Das heißt, das ist die mittlere Virenlast, die Kinder und Jugendlichen einatmen würden. Wir bezeichnen die jetzt mal als 100%. Das ist jetzt unser Referenzwert. Nun, jetzt können wir uns fragen, was würde passieren, wenn wir nach 20 Minuten eine Stoßlüftung durchführen, so wie es das Umweltbundesamt empfiehlt. Dort wird ja gesagt, dass nach 20 Minuten eine 3- bis 5-minütige Stoßlüftung erfolgen sollte. Und das kann man sich jetzt leicht auch in dieses Diagramm einzeichnen. Das heißt, zu Beginn wird der Anstieg der Virenlast genauso sein, wie wenn man nichts macht. Aber zu Beginn der Stoßlüftung wird jetzt dieser Wert quasi reduziert. Und wir gehen jetzt hier mal davon aus, dass er quasi
auf den Wert 0 sinkt. Das heißt, alle Viren werden innerhalb der Stoßlüftung aus dem Raum gebracht. Dann kommt es danach wieder zu einem Anstieg der Virenlast. Und weil sich ja an der Quellenzahl nichts geändert hat und wir auch davon ausgehen, dass die Aktivität gleich bleibt, wird der Anstieg genauso sein wie vorher. Wir können auch in diesem Fall jetzt wieder die mittlere Virenlast uns anschauen. Und das heißt, wenn wir im Idealfall wirklich in der Lage sind, alle Aerosolpartikel aus dem Raum zu bringen, dann könnten wir die Virenlast durch eine Stoßlüftung um 50% reduzieren. Mehr geht nicht. Nun ist es allerdings wichtig, sich klarzumachen, dass diese vollständige Reduktion der Viren in der Praxis nicht möglich sein wird. Und zwar kann man sich das mit einem einfachen Beispiel klarmachen. Wenn wir in einem Raum eine Zimmertemperatur von 20 Grad haben und draußen haben wir 0 Grad Celsius und wir machen jetzt die Fenster kurzzeitig aus und wir würden jetzt, sagen wir mal, die Temperatur beobachten. Und bei einer Zimmertemperatur von 10 Grad machen wir die Fenster wieder zu. Dann würde das bedeuten, dass noch 50% der Viren in dem Raum drin sind. Das heißt, wir haben eine massive Abnahme der Temperatur um 10 Grad, aber nur die Hälfte der Viren sind rausgegangen. Das heißt, wir hätten ungefähr einen Verlauf, wie er sich hier dargestellt, diese lilane Kurve. Was müssten wir machen, um wirklich die Viren ganz rauszubringen? Nun, wir müssten so lange warten, bis im Raum drin auch eine Temperatur von 0 Grad herrscht. Dann sind auch wirklich alle Viren draußen. Aber das heißt natürlich, dass es derartig kalt ist, dass man das quasi gar nicht machen würde. Deshalb ist es klar, dass die Abnahme der Virenlast in der Praxis immer vergleichsweise gering sein wird. Sie wird insbesondere dann gering sein, wenn man diesen weiteren Hinweisen folgt, dass die Stoßlüftung nur zu einer geringen Temperaturabnahme kommt. Denn wenn es nur zu einer geringen Temperaturabnahme kommt, heißt das auch, dass nur wenige Viren rausgegangen sind aus diesem Raum. Also die Empfehlung, die Temperatur soll nicht stark abnehmen, ist quasi diametral entgegengesetzt zu der Forderung, man soll die Viren rausbringen durch die Lüftung. Und das ist eins der ganz wesentlichen Probleme. Nun, was macht der Raumluftreiniger? Nun, der Raumluftreiniger wird zunächst mal auch nicht dafür sorgen können, dass die Viren komplett aus dem Raum eliminiert werden. Es wird eben auch zu einem Anstieg kommen. Aber der Anstieg wird von Beginn an natürlich geringer sein als ohne Raumluftreiniger, weil ja kontinuierlich Viren abgeschieden werden. Und irgendwann stellt sich ein Gleichgewicht ein. Das heißt, es gibt Kinder, Jugendliche, die ständig Viren freisetzen. Da haben wir quasi unseren Quellterm. Und im Nenner haben wir aber wieder das Volumen. Diesmal nicht das Raumvolumen, sondern diesmal das Filtervolumen. Und es wird durch dieses Verhältnis zwischen Quelle und Filtervolumen bestimmt, wo der Gleichgewichtswert sich einpendelt. Das heißt, hier in dem Fall wird es dann zu einer horizontalen Linie kommen. Und wo die horizontale Linie liegt, also bei welcher Virenlast, das kann man quasi einstellen durch die Filterleistung. Aber man sieht hier schon den wesentlichen Effekt. Das heißt, es ist relativ einfach, eine niedrige Virenlast zu erzeugen mit dieser Filtertechnologie. Und man sieht auch, dass im Grunde genommen über die Gesamtzeit die Virenlast relativ gering ist. Und das ist eben das wesentliche Ziel, was man erreichen muss, nämlich die Virenlast im Raum auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten, sodass eine indirekte Infektion nahezu unmöglich wird. Als Fazit der freien Lüftung kann man feststellen, dass wenn man nach 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten lüftet, dass das bedeutet, dass 90% der Schulstunde keine Lüftung erfolgt und damit auch kein Abtransport der Viren. Wenn es beim Lüften drin warm bleibt, dann sind die Viren auch noch im Raum. Das muss man sich auch immer klar machen an dieser Stelle. Das heißt, nur wenn es auch wirklich richtig frostig kalt wird, dann sind die Viren auch mit rausgegangen. Hier gibt es jetzt ein wesentliches Problem, was zu beachten ist. Zunächst einmal ist es so, wenn es draußen sehr kalt ist, dann werden die Menschen nicht lüften, denn es wird einfach viel zu kalt im Klassenraum werden. Wenn man sie zwingt, ausreichend zu lüften, sodass die Viren auch wirklich rausgehen, dann wird es nicht am Menschen scheitern, dass dieses Schutzkonzept umgesetzt wird, sondern dann wird es an der Physik scheitern. Denn
Wenn es drinnen genauso kalt ist wie draußen, dann findet auch kein Luftaustausch mehr statt. Und das ist das wesentliche Problem. Und deshalb sage ich, dieses Schutzkonzept, das auf dem freien Lüften beruht, das wird zunächst einmal am Menschen scheitern. Und wenn es nicht am Menschen scheitert, dann wird es an der Physik scheitern. Und das ist das wesentliche Problem. Und die Raumluftreiniger, die sorgen eben kontinuierlich für eine Abscheidung der Aerosolpartikel im Raum und damit für ein hohes Maß an Sicherheit. Und man muss nicht frieren, man muss keine Energie verschwenden und man muss nicht ständig den Unterricht unterbrechen, um jetzt wieder einen Lüftungszyklus einzuleiten. Schließlich sollte man sich immer klar machen, dass wenn die Raumtemperatur unter 20 Grad absinkt, dass man dann gemäß Arbeitsschutz eigentlich nicht mehr arbeiten sollte. Dafür gibt es Richtlinien und der Arbeitgeber wäre hier verpflichtet, Maßnahmen einzuleiten, um die Temperatur gleichmäßig auf einem Niveau um die 20 Grad zu halten, wenn eine leichte Tätigkeit ausgeführt wird. Also dieses Lüftungskonzept mit der freien Lüftung ist nicht in Einklang zu bringen mit dem Arbeitsschutz. Das ist ein weiteres Problem. Es gibt eine Studie, die der Presse mitgeteilt wurde. Das heißt, eine Studie, die federführend der Herr Seib durchgeführt hat von der Technischen Hochschule in Mittelhessen. Und diese Studie hat für großes Aufsehen gesorgt. Und die Kernaussagen dieser Studie lauten: Stoßlüftung von 3 Minuten entfernen bei 7 bis 10 Grad Außentemperatur nahezu 100% der Aerosole. Die Temperatur verringert sich dabei nur um 3 bis 6 Grad. Dazu muss man sagen, dass dieses Ergebnis im Widerspruch zur Fachliteratur steht und natürlich auch zur Physik, die ich Ihnen eben erläutert habe. Das heißt, wenn in kurzer Zeit nahezu 100% der Luft, was immerhin 250 Kilogramm wären bei einem Raumvolumen von 200 Kubikmeter, also wenn das ausgetauscht wird, dann muss die Temperatur im Raum nahezu der Außentemperatur entsprechen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich fragen, was man falsch gemacht hat bei den Experimenten. Die zweite Kernaussage besagt, dass die Stoßlüftung je nach Temperatur mindestens 10-fach bis 50-fach wirksamer ist als Raumluftreiniger. Nun, richtig ist, dass sich mit der Stoßlüftung alle 20 Minuten maximal 3 Luftwechsel pro Stunde realisieren lassen. Raumluftreiniger hingegen schaffen leicht 6 und mehr Luftwechsel. Also es kann hier überhaupt keine Rede davon sein, dass mit der Stoßlüftung ein höheres Maß an Sicherheit erzielt werden kann als mit den Raumluftern. Genau das Gegenteil ist der Fall. Deshalb sind sich auch die Experten einig, dass die Kernaussagen von Seib fachlich falsch und irreführend sind. Die Kernaussagen des Umweltbundesamtes gehen in eine ähnliche Richtung. Es gab ein Streitgespräch im Spiegel zwischen Herrn Moriske, dem Direktor des Umweltbundesamtes, und mir. Und Herr Moriske hat dort gesagt, das regelmäßige Lüften kostet nichts. Nun ist das wirklich so. Also man kann das leicht ausrechnen, wenn aus einem Raum mit einer Temperatur von 20 Grad Celsius warme Luft ausströmt und draußen haben wir eine Temperatur von 0 Grad Celsius und wir wollen jetzt auch wirklich alle Viren rausbringen auf diese Art und Weise, um mindestens einen Luftwechsel von 3 zu realisieren, das heißt 100% der Viren sollten über die Stoßlüftung jetzt auch rausgeführt werden, dann hat man danach eine Zimmertemperatur, die nahe 0 Grad liegt. Bei einem Raumvolumen von 200 Kubikmeter sind für die Erwärmung einer Luftmenge von rund 250 Kilogramm von 0 Grad Celsius auf 20 Grad Celsius ungefähr 5 Megajoule erforderlich. Das heißt, wenn man 3-mal pro Stunde ordentlich lüftet, dann wird eine Heizleistung von rund 4,2 Kilowattstunden benötigt und somit bei elektrischer Zusatzheizung ca. 200 Euro pro Klassenraum und Monat. Das kann man jetzt auf die Schule entsprechend hochrechnen und auf die Jahreszeit oder die Dauer des Winters entsprechend. Jetzt muss man aber nicht nur diese Kosten in Betracht ziehen, sondern bei diesem Schutzkonzept des Umweltbundesamtes, da werden ja die direkten Infektionen billigend in Kauf genommen, denn das Lüften kann ja nur die indirekten Infektionen allenfalls reduzieren.
Dadurch, dass aber die direkten Infektionen billig in Kauf genommen werden, wird es natürlich erhebliche Zusatzkosten geben. Also zunächst einmal durch Quarantäne, das heißt Ausfall der Arbeitskraft der Eltern beispielsweise oder die Eltern, die sich jetzt um die Kinder kümmern müssen. Dann kann es natürlich auch zur Erkrankung kommen und gegebenenfalls Hospitalisierung. Und all diese Dinge sind natürlich mit erheblichen Kosten verbunden. Insofern kann dieser Kernaussage, dass das regelmäßige Lüften nichts kostet, eigentlich nur widersprochen werden. Lassen Sie mich zur Zusammenfassung kommen. Wir haben zu Beginn gesehen, dass die Trennwände ein hohes Maß an Sicherheit herstellen können, weil sie direkte Infektion wirksam verhindern. Insbesondere dann, wenn diese Trennwände eine umlaufende Schutzkante aufweisen. Diese Trennwände sieht man inzwischen in vielen Landesparlamenten, man sieht sie in Gerichtssälen, aber wir kennen sie natürlich auch aus diversen Geschäften. Das heißt, die sind längst etabliert und aus unserer Sicht sollten sie jetzt auch in den Klassenzimmern etabliert werden, um für ein hohes Maß an Sicherheit zu sorgen vor der direkten Infektion. Der Vorteil dieser transparenten Schutzwände besteht darin, dass der Raum transparent bleibt, so wie man das hier im Hintergrund sieht. Die Mimik der Person ist erkennbar. Man muss keine störenden Masken am Platz unbedingt tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Denn einfache Mund-Nase-Bedeckung sorgen für keinen zusätzlichen Schutz. Und deshalb sind sie aus meiner Sicht auch nicht erforderlich im Klassenraum zu tragen, wenn man sich durch transparente Schutzwände mit umlaufender Kante sichert. Darüber hinaus sind natürlich diese transparenten Schutzwände nur eine einmalige Investition. Das heißt, man kann sie über Jahre verwenden. Wenn man die Kosten für Masken sich anschaut und auch der Müll, der mit diesen Masken verbunden ist, dann kann man hier natürlich immer mit laufenden Kosten rechnen, die über der Zeit zunehmen. Und insbesondere, wenn man sich jetzt mit guten Masken schützt, dann sind das erhebliche Kosten. Also für einen Klassenraum, wenn man sich jetzt dort mit einer FFP2- oder FFP3-Maske schützt und mit einer wirklich guten, die 3 bis 4 Euro kostet, dann wäre das pro Klassenraum ungefähr eine Summe von 20.000 Euro, die man aufbringen müsste, um alle Kinder über das Jahr hinweg auszustatten mit diesen Masken. Das andere Problem dieser Masken ist natürlich, dass man die nicht dauerhaft tragen kann. Man sollte sie maximal 3x75 Minuten am Tag tragen mit einer Tragepause von ungefähr 30 Minuten zwischen den 3 Trageperioden. Das heißt, für den normalen Schulunterricht, aber auch für das Arbeiten in einem Büro sind sie ungeeignet. Deshalb empfehlen wir hier, die transparenten Trennwände zu nutzen. Darüber hinaus habe ich Ihnen gezeigt, dass die Raumluftreiniger ein sehr wirksames Instrument sind, um das indirekte Infektionsrisiko in Räumen wirksam zu minimieren. Dabei wird auch keine Energie verschwendet, wie bei der Stoßlüftung. Es wird auch nicht kalt in den Zimmern und man muss nicht ständig den Unterricht unterbrechen, um wieder zu lüften. Also da gibt es einige Vorteile, die für diese Raumluftreiniger sprechen. Insbesondere auch, dass sie dauerhaft die Aerosolpartikel aus der Raumluft abscheiden und nicht nur ab und zu kurzzeitig für ein paar Minuten. Darüber hinaus ist sehr wichtig, dass diese Raumluftreiniger unabhängig von den baulichen und physikalischen Randbedingungen funktionieren. Das heißt, es spielt gar keine Rolle, wie viele Fenster Sie in dem Raum haben und ob Sie die öffnen können und wie groß die sind. Es spielt aber auch keine Rolle, ob der Wind draußen kräftig pustet oder ob es einen großen Temperaturunterschied gibt zwischen drin und draußen. Diese Raumluftreiniger werden immer für eine gleichbleibende, kontinuierliche Abscheidung der Aerosolpartikel und damit der Virenlast sorgen. Und wie stark diese Abscheidung sein soll, das können Sie einstellen über den Volumenstrom des Raumluftreinigers. Wir, wie gesagt, empfehlen, das 6-fache des Raumvolumens pro Stunde zu filtern, um ein hohes Maß an Sicherheit wirklich zu realisieren in den Klassenräumen. Dann ist ein großer Vorzug der Raumluftreiniger auch, dass sie kontinuierlich die Virenlast abscheiden, im Gegensatz zur Stoßlüftung. Denn bei der Stoßlüftung ist es ja jetzt nicht nur eine Frage des Könnens, sondern es ist auch eine Frage des Wollens. Und ich hatte ja schon gesagt, es ist nicht damit zu rechnen, dass wenn es draußen kalt ist, dass die Stoßlüftung auch gewollt wird, weil es dann einfach zu kalt wird. Und wenn es nicht gewollt wird, dann kann es auch nicht für Sicherheit sorgen. Und das ist ein wirklich großes Problem. Schließlich muss man sich noch eine dritte Sache klar machen, die auch sehr wichtig ist. Denn wir können nicht ganz auf gute Masken verzichten.
Unsere Empfehlung ist, dass die Lehrkräfte immer dann eine gute Maske, und mit einer guten Maske meine ich eine FFP2 oder eine FFP3-Maske, dass sie immer diese Masken verwenden, wenn sie sich den Kindern oder den Jugendlichen stark annähern. Das heißt, wenn beispielsweise die Lehrkraft den Kindern zeigt, wie man den Stift richtig führt, wie man vielleicht bestimmte Dinge aufschreibt oder malt, dann ist es einfach notwendig, dass es einen sehr engen Kontakt zwischen Lehrkraft und Kind gibt. Und da könnte man sich durch eine Mund-Nase-Bedeckung nicht ausreichend schützen. Deshalb empfehlen wir hier dringend, eine FFP2- oder FFP3-Maske zu tragen. Diese Maske muss aber auch nur dann getragen werden, wenn man sich den Kindern wirklich unmittelbar nähert. Sobald man den Platz der Kinder verlässt, kann man sie auch gleich wieder abnehmen. An der Tafel vorne braucht man sie nicht aufsetzen. Dann ist es auch wichtig, dass die Kinder diese Masken aufsetzen, und zwar immer dann, wenn sie den Platz verlassen und durch das Schulgebäude gehen. Denn das Schulgebäude, das heißt die Flure, die Treppenhäuser, die kann man nicht sinnvoll sichern. Da ist es notwendig, dass man eine gute Maske trägt und deshalb eine FFP2- oder FFP3-Maske. Darüber hinaus empfehlen wir, diese Masken auch im öffentlichen Nahverkehr zu tragen. Denn wenn man nebeneinander im Bus sitzt, in der S-Bahn oder dergleichen, kann man sich mit einfachen Mund-Nase-Bedeckungen relativ leicht infizieren. Das habe ich Ihnen eingangs gezeigt. Und deshalb empfehlen wir auch hier, auf gute Masken zu setzen. Nun muss man sich immer eins klar machen. Diese Masken wird man gar nicht häufig tragen. Das heißt, man muss sie morgens natürlich tragen, wenn man sich durch das Schulgebäude bewegt zu seinem Platz. Man muss sie am Ende des Schultages auch tragen, wenn man die Klasse wieder verlässt. Und zwischendurch geht man vielleicht noch ein-, zweimal in die Pause. Auch dort muss man sie aufsetzen. Aber die Tragedauer insgesamt ist sehr klein über den Tag hinweg. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass man sie vielleicht eine halbe Stunde pro Tag trägt, dann kann man diese Maske relativ viele Tage tragen. Denn die Maske ist ja dafür gemacht, dass man sie vielleicht 8 Stunden am Tag trägt. Das würde quasi bei einer halben Stunde Tragedauer pro Tag damit deuten, dass man sie 16 Tage tragen könnte. Das heißt 3 Wochen. Wenn man sie ein bisschen länger trägt, macht das sicherlich auch nichts. Das heißt, es sind nur wenige Masken notwendig, die man für ein Jahr braucht. Und hier empfehlen wir wirklich, gute Masken zu kaufen, nicht die ganz günstigen, sondern lieber auf Masken zu vertrauen, die auch eine gute Dichtlippe haben, sodass quasi kein Spalt am Maskenrand entsteht, sodass man auch wirklich sicher ist. Jetzt ist es noch wichtig, sich vielleicht zu vergegenwärtigen, dass dieses Schutzkonzept natürlich schon in ganz vielen Bereichen etabliert ist. Ich habe ja schon gesagt, dass diese Schutzwände bereits in den Landesparlamenten sichtbar sind, in den Gerichtssälen, in den, verschiedenen Geschäften. Die Raumluftreiniger sind aber natürlich auch schon beschafft von sehr vielen Ministerien, Behörden, Landesgerichten, Rote Kreuz beispielsweise, aber auch von Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft und anderen Einrichtungen. Und natürlich sehr vielen Firmen. Das heißt, es ist eine etablierte Schutztechnologie, die schon in sehr vielen Bereichen auch wirklich zum Schutz genutzt wird. Aus meiner Sicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir diese etablierten Schutzkonzepte nicht mehr nur den Erwachsenen zugutekommen lassen, sondern jetzt auch den Kindern. Denn auch die Kinder haben ein Recht darauf, dass sie gut geschützt werden. Man kann nicht sagen, dass in Schulen keine Infektionen auftreten, denn die Infektion findet immer das statt, wenn Personen über einen längeren Zeitraum dicht nebeneinander miteinander zu tun haben. Das ist in einer Schule gegeben und deshalb finden dort auch Infektionen statt und deshalb müssen die Kinder auch geschützt werden. Insbesondere auch, weil von diesem Virus nicht nur eine akute Gefahr ausgeht, wie ich anfangs gesagt habe, sondern auch Langzeitschäden, die wir noch gar nicht alle kennen. Es ist aber auch wichtig, natürlich die Kinder zu schützen, weil die Kinder werden natürlich langfristig auch die Leidtragenden sein, weil sie die enormen Kosten für den Lockdown bestreiten müssen. Und auch vor diesem Hintergrund, denke ich, ist es mehr als angebracht, jetzt auch an die Kinder zu denken und diese auch zu schützen. Die Ergebnisse und die Empfehlungen, die ich hier dargestellt habe in diesem Vortrag, sind alle aus diesen verschiedenen Veröffentlichungen entnommen, die Sie hier auf dieser Folie sehen. Also wer tiefer einsteigen möchte in dieses ganze Schutzkonzept und sich tiefer befassen möchte mit den messtechnischen Fragen und den Versuchen, der ist herzlich eingeladen, sich mit diesen Dokumenten zu beschäftigen. Ich möchte aber auch darüber hinaus natürlich erwähnen, dass es viele andere Arbeiten gibt,
wo über diese Thematik berichtet wird. Und zunehmend werden Arbeiten veröffentlicht, die die Ergebnisse, die wir hier erarbeitet haben, auch bestätigen und unterstützen. Damit möchte ich es belassen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.